Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Party The Last Story. Ich bin es, Adam Smurfix. Wir sind hier gerade in einer Höhle der Reptiden. Unser lieber netter Freund Horace hat mal wieder ein Buch verloren. Und das haben die Reptiden an sich genommen. Und wir wollen das Buch natürlich wiederholen und sind deswegen in diese schöne Höhle gegangen. Schauen wir mal, was sich noch hier Schönes befindet. Wir haben schon eigentlich genügend Reptiden für heute alle gemacht. Aber was kommt denn noch hier Schönes? Get an eye full of all this lovely treasure. Never seen this stuff before. Are these correct markings? This is like a museum. Schon cool. Wie kommen die an solche Schätze dran, Leute? Makes you think. Humans in up ahead. Maybe we can aim through those bars. Aha, well spotted. Give it a go. You could probably shoot your crossbow through there. Habe ich gemacht. Und dann geht er einfach weg. Sehr schön. Reptilien-Gladiator. Ja. Schön. Oh. Dann gehen sie also hierher, okay? Das ist immer noch nicht so der gute Plan, aber egal. Darf ich über dich rüberhüpfen? So, okay. Huh, doch, lief eigentlich super sogar. Die Gladiatoren sind sogar echt schwach. Low ist Level 30, wunderbar. Hey Leute, ich will die ganzen Schätze mitnehmen. Wir sind zwar jetzt der Ritter und so und ehrenhaft, aber... Gold! Gold! So, da ist gar keiner mehr, oder? Nee. Aber hier ist mal wieder einer von diesen kleinen, schönen Steinen. Dann beschwören wir mal wieder hier Monster. So, da kommen sie von oben hergeflogen. Was seid ihr denn für ätzend, Dick? Ah, ihr seid nur Ritter, oder? Geblockt! Ey, Leute, der Konter ist so OP. Wenn wir mal richtig da das Timing drauf haben, dann werden wir da die Gegner mit Leichtigkeit alle weghauen. So, beendet man's, oder? War's ja schon. Ja, die geben nicht mal so gescheite Erfahrung. Wir beschwören nochmal ein paar von denen, warum nicht. So, 38.382 Erfahrungspunkte brauchen wir fürs nächste Level-Up. Schon bis auf 4, oder? Ganz schön, wie schon. Die sind so schwach. So, aber dafür, dass sie echt so schwach sind, kriegt man schon ganz gute Erfahrung. Todesurteil, ein mächtiger Sprungangriff verursacht den Statuseffekt Tod, wodurch ein Gegner nach einer bestimmten Zeit stirbt. Das hat man beim... Den kenne ich. Das ist eine ganz lustige Fähigkeit. Spezialangriff und Spezialmagie. Ab sofort wird die Spezialleiste angezeigt, okay? Die Spezialleiste füllt sich, wenn du einen Feind angreifst oder Schaden erleidest, okay? Sie steigt auch, wenn ein Mitstatter zu Boden geht. Mhm. Spezialtechniken können im Kommandomodus gewählt werden, wenn die Spezialleiste voll ist. Und dazu können wir zum Beispiel Todesurteil machen. Okay. Cool. Dann macht er Todesurteil. Und das sieht derbe badass aus. Sechs Spezialtechnik ist Beschleunigen. Jeder Mitstatter kann seine eigene Spezialtechnik lernen. Also ich muss sagen, der Grund sieht irgendwie badass-mäßiger aus. Jawohl, die sind auch alle ganz schön geil. Das Mirenia hier. Dann Yurik mit dem riesigen Feuerball. Passt. Passt. Hier wieder Zale. So, ich würde es jetzt aber trotzdem gerne hier weitergehen. Wir werden das jetzt mal machen. Die Spezialleiste. Die ist jetzt. Ich sehe die aber noch nicht. Wir haben die Technikanzeiger. Wo ist die Spezialleiste? So, aber ich würde jetzt gerne mal aktivieren. Ich greife jetzt mal nicht an. Ich wäre vielleicht nur mehr. Klappt es? Ja, es klappt echt. Starker Feind. Oh, starker Feind. Nicht gut. Nicht gut. So, warte, wir machen eben kurz mal alle und jetzt. Kraftschlag und. Ja, wir haben noch nicht die Energie für Todesurteil. Ich sehe aber die Leiste halt nicht von dem. So. Also, da stand ja irgendwas hier von Leiste und sowas hier. Mir fällt auf, echt, Lowell ist ein Magier. Fällt mir irgendwas gerade eben auf. Traurig. Also, auch von der Grund sehe ich hier keine Leiste oder sowas. Es ist irgendwie schade. Ich würde es schon gerne mal hier einfach. Ich würde sie ja gerne einfach nochmal sehen, hier, die Fähigkeit. Und wo war jetzt hier der starke Gegner? Habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Wir gehen jetzt weiter, ich habe keinen Bock mehr darauf. Aber ich würde die Fähigkeit jetzt gerne mal sehen. Aber ich sehe jetzt, also, wir haben die Technikleiste. Achso, jetzt sehe ich sie. Aber die ist ja echt mini klein da. Der Granat und hat da jetzt auch eine Leiste. Eine ganz kleine, die ist aber auch noch ganz am Anfang. Also, es dauert schon echt wahrscheinlich eine Weile, bis man die hier voll hat. Ja, okay, also, ich schätze mal, bei uns wäre das am effektivsten, weil wir. Im Endeffekt am meisten Schaden austeilen, ist ja logisch. Und ja.
wenn wir dann die auch mal erhalten, dann wird es cool. Warum, wir sind Level 33 und warum hat der schon auf Level 32? Finde ich gar nicht cool. So, jetzt kommt ein Bossfight. Ja, jetzt kommt ein Bossfight. Mama Dino haben sie gerufen. Königin der Tiefe, geil. Ich habe gerade das voll daneben geworfen, weil die Kamera so schlecht war. Super schön. Die Kamera, Mann. Teilweise nervt sie. Habe ich Laura gerade nicht? Ich habe ihn gerade gerettet. Okay, Ah, Gift auch noch. Ja, geil. Ja, super. Eine Bombe. Ja. Das ist gar nicht mal so leicht, hier eine Bombe. Wartet mal. Ich glaube, sie ist hinter mir. So, da haben wir eine Bombe. Lauf, 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 lauf. Ich bin in der... Ich bin da. Ich werde gerade von ihnen gefressen. Da kann ich eine Bombe werfen. Ja, super. Fast instant death. Das Problem ist, dass wir Mirania nicht dabei haben. Was die ganze Sache tausendmal erschwert. Weil jetzt haben wir niemanden. Ja, halt! Ich kann ja versuchen, mit Blocken alles zu machen. Das wird gut klappen. What the hell? Ah, wir sind down. Okay. Jetzt läuft er. Ich brauche eine Bombe. Also ich habe schon vom Prinzip verstanden, er macht manchmal diese Gesten da. Und dann kann man Bomben auf ihn werfen. Aber ich weiß nicht, wann er das macht. So, manchmal frisst er einfach ein. Jetzt komm, friss mal ein. Komm, friss, Lowell. Oh, das ist übrigens ein Teamkollege von mir. Vielleicht sollte ich mich um den kümmern. Komm, 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 komm. Futter die Bombe. So, die hat jetzt gesessen. Okay, sie ist jetzt nicht so stark. Also, wenn man das mit dem Bomben macht, dann ist sie kein Problem. Aber sie macht halt, also, die Königin hier macht da saumäßig viel Damage. Da kann man nicht sagen. Und sie ist hinter mir. So, wir bräuchten jetzt noch eine Bombe. Dann hoffen wir, dass sie nicht auf uns geht. Was sie tut. Dann nehmen wir uns die. Bitte geh nicht auf mich. Bitte. Nein. Nein. Nein, Mama Dino. Nein, Mama Dino. Nein, Mama Dino. Mama Dino. Rette mich, Teamkollegen. Ihr seid sie nicht zu gebrauchen, Mann. Ah, doch. Ein Teamkollege hat eine Bombe auf sie geworfen. Hammergeil. Ha. Wie ist down. So. Stimmt, wir waren hier. Jurok ist Level 32. Was will man mehr? Und Dagran hat fast die Anzeige voll. Fast könnte ich hier jetzt den coolen Move fahren. So, das war der Bossfight. Ganz moderat. Leicht ist was anderes, aber. Also, schwer ist jetzt auch was anderes. Also, sie war jetzt im Endeffekt nicht schwer. Sie hatte halt starke Attacken drauf. Also, die Standardattacken waren schon echt knifflig hier. Aber wir hatten schon Schlimmeres. Viel Schlimmeres. So, hier nehmen wir noch Grimoire oder irgend sowas. Und gehen weiter. Wir haben immer noch dieses Buch. Oder warte, war das das Buch? Das wäre natürlich super. Weil wir haben nicht immer noch nicht das Buch von Horace gefunden. Na, ich glaube, jetzt geht's hier raus, oder? More stairs. I'm shedding pounds just looking at them. Yeah, right. They're just stairs, you wimps. Come on. One, two, three. Just stairs, eh? You lost count? I didn't. 3,595, 3,596, 3,597. I ain't moving. I'll just live here. You always have the best ideas. And so Zael and the others eradicated the Reptids and their queen. After their long climb, they were welcomed into a new day by the warm rays of the sun. Hammer coole Szene. 395? Ihr habt mich verzählt. Sehr schön. Laufen noch besser. Ich ziehe jetzt hier ein. Kein Bock mehr weiter zu laufen. Ach Leute, der Humor von dem Spiel ist schon echt immer gut. Er ist britisch. So wie der Dialekt von den meisten Charakteren. Britisch eben. So, da haben wir hier schon eine Nebenaufgabe gemacht.
Eine Nebenaufgabe fällt mir noch ein, die wir jetzt machen. Bevor wir zu Fiatus gehen und dem hier sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder das angeklickt. Hier nochmal die, nicht fliegende, nicht schwebende, sondern die fahrende Intel hier. Scharfe Rechtskurve. Wir gehen noch kurz zu einem Ritter. Einer wollte mit uns hier sprechen und der hat irgendwie gemeint, er ist im Schloss. Wenn das jetzt Fiatus war, dann ist es natürlich dumm. Wenn nicht, dann haben wir noch eine Aufgabe, bevor wir mit Fiatus gehen, weil der hat ja schon gesagt, ja, wenn du noch irgendwas zu tun hast, dann mach es jetzt. Also, das heißt ja immer schon, dass wir jetzt dann erstmal Lazelos wahrscheinlich erstmal wieder verlassen werden für eine Weile. Und deswegen würde ich gerne diesen Ritter dann noch suchen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo der sein könnte. Aber das war schon schön. Wie gesagt, also Humor ist immer echt wichtig in so JRPGs. Egal, also welches Setz denn so, ja, außer Final Fantasy 13 wird mir jetzt, also ich mag Final Fantasy 13, ich sag's jetzt mal echt, teilweise zumindest, aber das Spiel ist wirklich eins der wenigen JRPGs, die wirklich gar keinen Humor haben. Jedes andere Spiel, egal wie ernst die Thematik ist, selbst Final Fantasy 10, was halt im Endeffekt, also jedes Final Fantasy hat Tod und Depressionen, aber selbst in dem Spiel ist es halt so, dass es immer noch sehr lustig ist. Und hier hat man auch immer mal wieder, auch wenn hier natürlich diese Liebesgeschichte da im Vordergrund steht, immer mal lustige Sachen hier. So, ja, entziffere irgendwas. Ich suche jetzt hier so einen Ritter, der mich sucht. Bist du das? What are we going to do? Something the matter? That would be putting it lightly. Tell me what happened. Well, I shouldn't really discuss it out in the open. Could you talk to my colleagues in the castle depths? They'll tell you all about it. Okay, I'll be right there. You can get there from the courtyard if you didn't know. Immer sagt uns mal jemand, wo wir hin müssen. Ey Leute, wisst ihr, warum mir der Typ so sympathisch ist und Horace so unsympathisch ist? Weil Horace hat mir nie gesagt, wo ich hin muss. Er hat nur gesagt, ja, in einem Brunnen. Ja, feucher Brunnen. Und der sagt mir jetzt mal wunderschön, wo ich hin muss. So, da haben wir noch die andere Aufgabe. Ich weiß gar nicht, ob es eine Nebenaufgabe ist. Aber gefunden zumindest. So, da müssen wir hier und da runter. Das hätte ich jetzt sogar ausnahmsweise gewusst. Weil das stand hier schon mal, als wir mit dem Aufzug hier gefahren sind. Finde ich schön. So, in Schlossgewölbe wollten wir. Okay. Das ist doch da auch, wo das Tor der Aszenten da war. Also, wie wir eben auch die Festung hier aktiviert haben. Schwimmende. Egal. Ich bin überrascht. Ich lass mich überraschen, was wir hier Schönes aus Aufgabe bekommen. Solange Lowell dabei ist. Low Level. Bei mir ist immer noch Low Level. So, wer hat hier eine Aufgabe? Du? How's anybody meant to understand all the... That Argonan founder must have been a real brat. Oh, wait, you have to some... All that equipment of yours could use a little... nerv mich nicht. Ich dachte, warte, hä? Ich sollte doch hier hingehen, oder? They've been gone far too long. I have a really bad... What's wrong? Weren't all the reptids exterminated from this area? Well, actually, when we started moving, the island's cave system was affected quite badly. Now it's linked directly to the sea. So the Count dispatched a party to investigate reports of monsters infiltrating the island. But the party hasn't returned. I'll make sure they're all right. Thank you so much, Master Zale. We're all counting on you. Ohne dass er irgendwas sagt. Einfach ja, nein. Er sagt nichts, aber ja, nein. Sehr gut. So, unser Teamkollegen kommt schon mit, oder? Wie kann ich ohne Low Level kämpfen? Ah, Low Level. Ah, Low Level ist. Doch, Low Level ist dabei. Und Miren ja auch wieder. Super. Bloody hell, we're back here, Zale. I'm so cold, but please just hold me. Here, hold my hand, dear. Is that warm enough? Get your filthy hands off me. That's well grim. Keep it down. They'll know we're here. You what? Oops. Also Ren und Lowell. Bestes Traumpaar ever, Leute. Das sieht jetzt schon wieder so aus wie die Höhle, wo wir am Anfang waren. Das vorher sah so aus und das sieht hier schon wieder aus. Hey Leute, das ist doch die Höhle, wo wir am Anfang waren. Hier haben wir doch das Zeichen des Outsiders bekommen. Glaube ich. So, hier irgendwelche merkwürdigen Schriftzeichen. Ja, und hier sind wir weggelaufen von denen. Natürlich, das ist der Abschnitt, wo wir am Anfang waren. Bin mir ganz sicher. Ja, doch, die Stadt. Ja, Leute, das war der Abschnitt, wo wir hier am Anfang des Spiels waren. Cool. So, this is the place everyone was talking about. This is where it all started. We've come a long way since then. Earned ourselves status and respect. Especially Zale. They don't call him the savior of Lazarus Island for nothing. Hey, I've not changed. I'm still here with you guys and I'm not about to leave.
als würden wir, also ey, ganz ehrlich, ich würde nichts gegen Saren und Lowell eintauschen. Die bringen mich immer so zum Lachen, ey. Es gibt nichts Besseres. So, da ist der, der Geheimgang. Diesmal kennen wir ihn, ja? Oh nein, da müssen wir schon, weh, wenn da nochmal dieses riesige Monster kommt. Das wäre gar nicht cool. Beim letzten Mal war ja dieses riesige Monster, was wir nur besiegt haben, indem wir die Brücke eingestürzt haben. Ja, Leute, lang, lang ist her. Part Nummer 2 war das. So, wo wir hier waren. Would you just look at that view? Careful, Zale. What are Reptids doing there? Zale, there are holes on the other side too. Let's split up. Okay. Und auf welche Seite gehe ich? Ich gehe hier. Da ist Mirenia. So. I can get down here. Gut, ich gehe mit Mirenia und Lowell. Das ist cool. What? Yikes. Don't want to stay here long. The Lord stand a chance if we fall. Bin ich tot? Nein. It's dying. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich wurde von... Hä? Achso, ich dachte, ich wurde von dem Fels da runtergehauen. So, okay, schaut alle mich an und dann kickt man den runter. Also ganz kurz hier, das war die Brücke, die wir am Anfang des Spiels eingestellt haben, um diesen riesigen Dämon hier loszuwerden. Und hier also ist so die Stelle, wo die Insel dann geborsten ist. Also, weil die hat sich ja, Lazarus hat sich ja wegbewegt vom Festland hier. Nur so viel zur Info. So, Mirenia ist Level 29. Ach, wenn du nur zur Mission mitkommst. I don't think we'll be scattered too far. Shall we go? All right. Super Plan. Erst aufteilen, dann nochmal aufteilen. Läuft. Damit dann jeder alleine rumläuft. Jetzt teilen wir noch die Körperteile auf, oder? Ein Arm da an, der andere da an. So. Näher. Dann gehen wir hier weiter. Dann werden wir hier, wie heißt der nochmal? Oh, Namen vergessen. Egal. So. Sie sieht, oh, hier kommen wir gleich gegen. Oh, ja, okay, ja, also gegen die kann ich kämpfen. Damit kann ich leben. Oh, wir sind ja vergiftet. Wir machen nichts und sind vergiftet. So. Erstmal töten wir die ohne Schild. Low Level. Du bist ja, ich sag ja immer, das ist Low Level. Er heißt nicht Low, er ist Low Level. Dich will ich gerade. Nee. Ja, du, Mirenia kann rein. Mirenia, ich will zu Mirenia. So. Weg. Und dann wieder Level Up, weil ich kämpfe immer. Deswegen habe ich auch so ein hohes Level hier, Low Level. Das gefällt mir. So. I'm outnumbered. But like Dagrin says, in battle it's how you stop the counts. Ja, super cool. Ich könnte sie einfach alle von hier oben wegsnipen. They'll see me if I jump down. Fighting them head on is too dangerous. A mage. Better deal with him quick. The knights. They've been brought here. I could destroy that pillar. I could knock that brazier over with my crossbow. Warte, warte, ich kann den mit der Fackel umschlossen. Okay, wir machen das erst so. Also das sind Ritter, Befreundete. Da machen wir erstmal einen Hexertöter auf den. Und dann haben wir das hier umgehauen. Okay, so klappt das schon mal nicht. Ja, aber das war schon mal nicht schlecht. Wir haben immer schon mal den Hexer getötet und ich glaube, das ist ein Ritter, der uns helfen wird. So, das heißt, wir jumpen da jetzt runter. Töten. Dich? So. Achso, ich dachte, die helfen mir jetzt. Oh! Die helfen mir irgendwie nicht, oder? So, sehr schön. Und jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt, schnell, ganz schnell. So. Rüstungsbruch. Jetzt haben wir sie. Das war der Superplan, Leute, den ich hier hatte. Denn mit dem Rüstungsbruch ist jetzt wurscht. Jetzt können auch die Fetten hier mit ihrer Panzerung kommen. Kein Ding. Weil sonst hätten wir echt Probleme gehabt. Aber zum Glück war der hier. So, kein Ding. Rüstungsbruch ist einfach immer das Geilste. Deswegen habe ich mich auch gerade geärgert, dass Lowell nicht dabei ist, weil den brauchen wir halt für solche Typen. Aber haben wir echt gut hinbekommen. Kann man nicht sagen. Den Magier erstmal schön mit den Pfeilen ausgeschaltet und dann hier die da. So, das ist wahrscheinlich der Spähtrupp hier von, wegen dem wir überhaupt hier unten sind. Und schauen wir mal, wie es ihnen so geht. Ich denke mal, nicht so gut. Bam. Hauen wir das um. There are more of us further in. You have to help them, please. You have my word. I heard monsters swim these waters. Be careful. May the light of Lazarus be with you. Wir haben schon hinbekommen. So, kommt dann noch eine weitere Brille? Ja, natürlich. Ah, Lowell. Don't scare me like that. Sorry, sorry. Now let's kick some reptid arse.
Das ist dir nicht ernst schon. Mir fällt auf, da wäre auch ein Heilbrunnen gewesen. Also hätten wir es uns noch leichter machen können. Aber ich finde, das haben wir gerade gut hinbekommen. So, wir haben schon schlechter hinbekommen bei dem Turm. Oh, bei dem Turm der Prüfung. Boah, diese dumme Mutprüfung. Die Mutprüfung war egal. Das war die beste überhaupt. Aber die Kampfprüfung oder die, was auch immer, die Stärke, die war richtig nervig. Glad you're safe, lol. Oh yeah, I helped a wounded knight back there. Should be back at the castle by now. Wisst ihr, welches Motto zu Lowell passt? Unkraut vergeht nicht. So würde das mal, so würde es die liebe nette Soren sagen, da werde ich drauf. Unkraut vergeht nicht. Der Typ, bevor der hier niedergeht, da brennt die ganze Welt nieder. Der Typ, der hält durch. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir jetzt auch noch Mirenia. Wegen der bin ich eigentlich hierher gekommen, weil die heilen kann. Okay, das ist ein Heiler, versteckt sich, okay? Ich gehe über die rechte Flanke runter. Zell, du kommst von vorne. Hammergeil. Okay. Das heißt, wir warten noch kurz. Das Dumme ist, ich kann hier keinen Auffall machen, weil ich über den stehe. Ein bisschen ärgerlich, aber ich warte jetzt kurz, bis er seine Flammenmagie macht und dann laufen wir los. So, dann locken wir sie alle schön hier auf uns. Und um hier noch ein bisschen Spannung reinzuhauen. Wartet. Ich weiß nicht, ich bin schon wieder vergiftet, aber das ist mir wurscht. Wisst ihr warum? Weil ich jetzt hier erstmal Glätte mache. Und das war's jetzt schon. Bam, bam. Und du bist auch down. Und da sind die dummen Bogenschützen. Aber zum Glück habe ich immer eine coole Entfesselkraft. So, war's das oder lebt da noch einer? Kommst du noch oder lebst du schon? Oder wie ist dieses merkwürdige Motto immer? So, da ist noch einer. War's das jetzt? Ich bin vergiftet. Ich würde gerne alle Gegner schnell besiegen. So, da ist der blöde Bogenschütze. Bam! Und weg mit dir. So, geschafft. Und wenn Mirenia dabei wäre, dann würde mich das immer auch halb so sehr stören, weil dann wäre ich die ganze Zeit vergiftet. Wegen der bin ich doch nur hergekommen. Jetzt ist sie nie da. That was Mirenia. Ich glaube, wir haben sie gefunden. So, das heißt, wir legen mal einen Zahn zu und retten hier unser Mädel. Komm. Hier lang, oder? Lol, I'll protect Mirenia. Back me up. Warte, wo? Wo ist sie denn? Wie ist sie denn überhaupt? Achso, da! Ja, sag mir das doch. Okay, guter Plan. Hier, du machst dein Zeug. Ich kümmere mich erstmal kurz um die Reptilien. Und es ist ja im Endeffekt wurscht. Ja, dann haut mal bitte Magie auf die drauf, oder? Es wird er gleich aufnimmt. Es hat mich angespuckt. So, warte mal. Ach, die Magie funktioniert nicht gegen die, oder wie jetzt? Das heißt, aber wir müssen jetzt... Oh, wir haben gerade echt schlechte Karten hier. Mirenia. So, wir machen Kraftschlag, Berserker und Wald. Weil es werden hier gerade zu viele. So. Wir können uns nämlich nicht wehren. Wir können zwar sie hier fesseln, kurz. Aber das bringt uns auch nicht. So, jetzt kommt nämlich erstmal Wald. Und mit Wald machen immer jetzt Damage. Oder habe ich ja wirklich verstanden? Ja. Sehr schön. Also kurzzeitig zumindest. Ich hätte es natürlich stehen lassen müssen, damit ich hier auch echt Schaden mache. Oh, ich will nicht schon wieder angekotzt sein. So, hier bin ich. Wunderbar. So, im Endeffekt hätten wir sie auch einfach nur von Mirenia weglocken müssen. So, jetzt haben wir unseren Spezialangriff. Sehr geil. Beschleunigung erhöht, Lauftempo und Angriffshäufigkeit. Mit Sturm kann der Lauf der Mitstreiter auf Mitstreiter weitergehen. What? Wie geil. Mirenia Level 31 und Low Level ist Level 33. Obwohl er Low Level ist, wundert mich. Der Low-Leveler hier. Gut, dann schauen wir mal. Beschleunigen. Spezialtechniken können im Kommandomodus ausgeführt werden, wenn die Spezialleiste voll ist. Technik Beschleunigen verdoppelt die Geschwindigkeit seiner Angriffe. Wird im beschleunigen Zustand Sturm verwendet, wird die ganze Gruppe geschleunigt. Mirenia, you're safe and sound. Oh, thank you, Zael. I didn't think that they would surround me quite so quickly. Hello? Ah, Lowell. You're here too. I'm joking, Lowell. Thank you very much for helping me. Mirenia, did you see Dagrin and Seren? No, I didn't. What? Are they lost? Well, that's the captain and the alcoholic for you. I hope we can find them somewhere.
Selbst Miranja veräppelt jetzt schon Low-Level hier. Low-Level muss man einfach veräppeln, das geht nicht anders. Das gefällt mir aber so gut. Hey Leute, die Alkoholikerin und der Boss, das ist das perfekte Kombi. Hört sich nach Vergewaltigung am Arbeitsplatz oder so an. Oder Belästigung am Arbeitsplatz. Egal. There's a heady mix of sea salt and monster in the air. I get the feeling we're being watched. Watch your step. Stay sharp. Kein Ding. So, mit Low Level und unserer coolen Mirene werden wir das leicht hinbekommen. Wir gehen mal wieder in die Ausrüstung. Ich muss zugeben, ich bin in diesem Spiel echt zu faul, um Rüstung selber auszulegen. Deswegen mal hier im Auto ausrüsten. What? Jetzt aber eine geile Rüstung. Wow, wie geil die denn aussieht. Ha, sieht nicht schlecht aus. Auch wenn die Hose einfach gar nicht dazu passt. Einfach hier so eine Plattenrüstung und dann hier der Schmuck. Das passt sowas gar nicht von zusammen. So, wir machen jetzt mal was Lustiges. Komm, wir werden jetzt mal Low Level, wir werden jetzt hier mal deine Sachen verändern. So, was passt zu dir? Rosa, oh, Rosa. Das lassen wir, Leute. Das lassen wir echt. Das lassen wir. So, dann hier hellblau. Das passt sowas von LOL. Das passt ja eins. Ey, Leute. Ah, nee, warte. Okay, ach so, das ist da unten. Jetzt sehe ich. Das machen wir schwarz. So. Ach, das war's. Wo sind die? Okay, ja, die machen wir hier noch ein bisschen hellbraun. Ja, so. Hosen, oh, die passen ja gar nicht zu seinem Look hier. So, sieht schon viel schöner aus. Das gefällt mir LOL, wenn das Spiel in rosa rumlaufen. Ja, das ist ein schönes Grau, das passt. Dann hier, was haben wir denn da? Ah, okay, das ist nur, das sieht man fast eh nicht, schade. Machen wir noch ein bisschen hier. Hellgrau, ja, jetzt sieht sexy aus. Und Effekt haben wir leider keinen. Oh, Leute, LOL sieht ja cool aus. Es passt sowas von zu ihm. Zu mir rein jetzt, zu dir fast grün. Wir haben aber kein Grün. Okay, dann machen wir dich dunkelblau. So. Ich würde dich zwar gerne grün machen, weil sie ist ja hier. Hier, grün Girl. Das passt jetzt zu ihr. Sieht jetzt so geil aus. Die rosaroten Gefahr, LOL, das gefällt mir. So, speichern wir kurz und könnte es vielleicht schon ein kleiner Bossfall kommen, wer weiß. Vielleicht führt mir jetzt Dagrin und Saren und dabei wird uns jetzt irgendwie ein Bossfall erwarten. Wieder eine Reptilien-Mami oder so. Ah, they're all slimy. Don't touch my head. More against that wall. Geh weg, es geht nicht weg, es geht nicht weg, es geht nicht weg, es ist eklig. So, kleines, hässliches, Drecks, Mistvieh, ich hasse dich, du ätzendes. Na, jetzt bin ich schon wieder angeschleimt. So, Miranja ist down, hammergeil. Ich kann ihn mir rennen, nicht mehr wiederbeleben. Jetzt ist Low Level am Boden. Ich kann nicht mal blocken. Hat sie die Attacke? Ja, sie hat die Attacke hinbekommen. So, das hätte das Low Level nicht wiederbeleben können, Mann. Ich komme nicht mal durch wegen diesem scheiß Schleim die ganze Zeit. Ich sterbe zwar nicht, weil ich hier im Halker stehe, aber ich komme nicht durch. Low Level lebt wieder, oder? Sehr gut. So, dann stehen wir hier im Halkast. Hier ist mir wurscht, was passiert. So. Wir machen einfach ein Fesseln hier. So, einer ist down. Die Viecher sind ja so nervig. Komm, ich brauch. Warte, wir gehen gleich mal in den Kommando-Modi. Obwohl, das sind nur noch Standard-Reptilien hier, dann müssen wir das gar nicht. So, den töten wir nämlich mit den Fesseln oder so. Jetzt, ich möchte an den vorbei. Ich bin doch wieder angeschleimt. So, kritischer Schaden. Kritischer Schaden. Damit 3 km/h bewegen wir uns wieder vorwärts. So. Bam. Komm. Hau mich. Ja, Gott, hat mich schon wieder angeschleimt. Bam! Da war der Konter hier, Junge. So, ballern wir ihn ab. Klappt besser. Ich bin zu faul, um jetzt. Nein, ich weigere mich jetzt. Nein, ich weigere mich einfach hier nochmal mit Mirenia jetzt das hier zu wechseln. Zack! Aber er hat fast wieder voll Leben. Okay, dann. Hä, warum hat er eigentlich wieder voll Leben?
So, wir machen Kraftschlag. Wir könnten jetzt mal die Fähigkeit einsetzen, aber ich will jetzt nicht. So, und dann müssen wir Wald machen. So, glücklich, hässliches Viech. So, ich sehe ihn zwar nicht, aber er ist down, oder? Jo, er ist down. Gut, kann ich da nochmal kurz hoch? Ich kann da nicht nochmal hoch, oder? Da oben ist noch ein Item. Schade, verpasst. Egal, gehen wir runter. Oh, noch mehr von den hässlichen Viechern. Oh, jetzt sind sie auch noch im Wasser. Oh, und da drüben ist ein Magier. Es wird immer besser. Warte, Hexentöter. Wenn ich schon früher gewusst hätte, dass Hexentöter so geil ist, als Fähigkeit hier. So. Mirenia, ich hoffe, du machst hier schön deine Fähigkeit. Dein. Oh, ich sehe gar nichts mit dem ganzen Eis hier. Du machst deine Fähigkeit natürlich nicht. So, dann machen wir Sturm. Dann sollte man die Eiskälte kurz mal hier aufklären. Berserker und Wald. Ich weiß zwar nicht, was Berserker ist, aber ist es besser als Eiskälte, weil Eiskälte bringt uns nichts. Wir können sie zwar auf den Boden rutschen lassen, aber wir machen ihnen dann im Endeffekt fast keinen Schaden. So. Wer? Wenn er in den Kreis hier von mir geht, dann stirbt er. Achso, Berserker hat irgendwie eine Fähigkeit, dass er hier... Er macht zumindest irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird er schon machen. So. So, hier in dem Hulk kann man sie schön fertig machen. So, nochmal hier mit dem Fesseln auch angegriffen. Okay, so. Hier ist der Pfad der Zerstörung hier. Kann ich darüber hüpfen? Dankeschön. So, der nächste Superkreis hier. Komm. Low Level, lass mich durch. Meiner ist das. Mein Frag. So, das war mein Frag. Und da drüben ist ein dummer Bogenschütze. Aber die Bogenschützen sollte man eigentlich auch so besiegen können. Das dauert zwar eine Weile. Aber ja, okay, Magie und das war's. Okay, 2000 Erfahrungspunkte. Okay, jetzt weiß ich immer, warum man so schnell hier ablevelt. Bin ich so unterlevelt, weil ich immer so schnell hier Level aufsteige? Ich weiß gar nicht. Na, ist noch mehr. Oh nein! Ich wollte nicht noch mehr. Oh! Ich wollte nicht mehr kämpfen. Klar. Ich will mehr kämpfen. Ihr kennt mich. Ich bin der, der so gerne kämpft, gell? Voll der Brutalo hier. Lasst die Hände von Mirenia hier. Zaubert euch gleich alle weg hier. Schleim mich alle an hier. So, ich stelle mich kurz für Mirenia. Jetzt wird sie gleich hier den Zauber machen. Dann können wir die beiden weghauen. So, Mirenia. Mirenia. Das darfst du nicht so gebrauchen. Oh, meine Anzeige ist nicht voll, weil ich gerade Sturm gemacht habe. So. Sturm, dann sollten wir sie kurz wegkatapultieren. Berserker. Es könnte sein, dass er mir da vorne wegstirbt. Das wäre gar nicht cool. Aber ich muss mich leider erstmal um die kümmern. Ah, oh, ich will natürlich, wollte ihn weg. Ich will doch nicht hier kämpfen. Freiwillig besonders. So. Der ist down und du bist auch down. Okay. So wie in das Wasser gehauen. Das bringt gar nichts, aber egal. So. Komm schon, wo seid ihr denn? Drüben. Der ist down. Nee, der ist nicht down. Sick. So, ich sehe gar keinen mehr. Da hinten ist noch irgendwo einer. Mirenia, ich weiß nicht, ob du bis dahin zaubern kannst. Das ist schon ein kleines Stückchen hier. So, Mirenia, bitte. Dann müssen wir hier nochmal Kraftschlag, Berserker und Wald. Ach so, okay, sie kommt hinterher gelaufen. Sehr schön, okay. Beendmas. Wald. Ich bin schon wieder angeschleimt. Auf mich anzuschleimen! Keiner schleimt mich an! So, Leute. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen ganz kleinen Cut, Leute. Im nächsten Pack geht's dann hier weiter mit der Let's Play The Last Story. Bis dann, haut rein. Euer Asphyx. Ciao.